Unser nächster Erfinder, der kommt von weit her und hat sich wohl ein bisschen verspätet. Das Wetter hat auch umgeschlagen und nur noch die Hartgesottenen zieht es ins Wasser und ich kann derweil nur noch von schönen sonnigen Urlaubstagen träumen. Palmen, Sonne und Meer, Urlaubserinnerungen in ihrer schönsten Form. Das kühle Nass und die warmen Strahlen bedeuten Entspannung pur. Leider gibt es auch unangenehme Erinnerungen an den letzten Urlaub. Hat man eins dieser Strandliegen ergattert und es sich unter dem Sonnenschirm bequem gemacht, kommt es schon, das böse Erwachen im Urlaubsparadies. Bis zu 10 Euro für die Benutzung der Liege sind zu zahlen. Doch was keiner wusste, da war der Sonnenschirm noch nicht dabei. Auch dafür wird die Hand aufgehalten. So wird der Strandurlaub schnell zur Kostenfalle und führt zu Albträumen. Aus diesem rettet mich zum Glück der nächste Erfinder, Helmut Pilz. Na bloß gut, dass Sie da sind, Herr Pilz. Schlecht geträumt, Frau Nitschke. Ja. Habe ich auch immer im Urlaub, wenn ich daran gedacht habe, wie teuer so ein kleiner Schirm war. Ja. Und darum habe ich einen kleinen neuen Schirm entwickelt. Da ist der drin? Ja. Können Sie den mal auspacken? Ja, beim Regenwetter macht das ja keinen Sinn. Na, wir haben für solche Fälle immer die Fernsehsonne dabei. Unsere Fernsehsonne ist nämlich ein überdimensionaler Scheinwerfer. Helmut Pilz montiert mit ein paar Umdrehungen eine Halterung an die Liege, das erste Element des Sonnenschutzsystems. Das zweite steckt in dieser kleinen Tasche, der neuartige Sonnenschirm. Das Schutzsystem Holly besteht also aus zwei Elementen. Die schattenspendende Fläche des Schirms einfach wie einen Fächer aufspannen. Den Schirmstab in die Halterung an der Liege einspannen. Jetzt wird alles in Position gebracht, denn unsere Fernsehsonne wartet schon. Ein Knopfdruck und schon blendet sie mit voller Macht. Mit einer einfachen Handbewegung richtet Helmut Pilz nun den Schirm so aus, dass Schatten auf mich fällt. Mit 1,40 Meter Länge und 70 cm Breite reicht der halbe Fächer für den Sonnenschutz am Strand aus. Sie kennen das sicher auch. Wandert die Sonne, wandert auch der Schatten. Bei herkömmlichen Strandschirmen müssen Sie entweder die Liege neu ausrichten oder Sie brutzeln in der prallen Sonne. Auch wir lassen unsere Fernsehsonne wandern und schon habe ich keinen Schatten mehr. Helmut Pilz reagiert sofort, neigt den Fächer und stellt ihn mit einer Schraube fest, ohne die Liege zu rücken oder die Schirmhalterung neu zu positionieren. Allein durch das Verstellen einer Schraube kann der Schirm immer neu ausgerichtet werden. Auch gegen unseren simulierten Sonnenuntergang ist Helmut Pilz gewappnet. Dazu löst er die Befestigungsklammer an der Liege. Mit dem freigegebenen Gelenk kann der Schirm jede erdenkliche Position einnehmen und in dieser festgestellt werden. Der Schirmstab ist eine zweigeteilte Teleskopstange, wie bei einem Staubsaugerrohr. Dadurch ist er in der Länge variabel verstellbar. Und nicht nur das, der Sonnenschirm kann 360 Grad um seine eigene Achse gedreht werden. So ist mit dem Holly eine optimale Schattenausbeute möglich. Der Holly scheint ja wirklich ein idealer Schattenspender für alle Lebenslagen zu sein. Ja, Sie können den Holly universell einsetzen, vorausgesetzt Sie haben diese Universalklammer. Eine solche Universalklammer kann nicht nur an Liegestühlen angebracht werden, sondern direkt an Tischen. Für Gartenbesitzer endet so der heiße Tag mit schweißtreibender Gartenarbeit bei einem Café im schattigen Plätzchen. Auch der Motorradausflug wird zu keiner heißen Sache. In der Tourpause schützt der Schirm das Bike vor Überhitzung. Besonders ein aufgewärmter Benzintank kann fatale Folgen haben. Halt findet der Fächer auch an Sportwagen für Kinder. So ist gerade die empfindliche Haut der Kleinen gut geschützt. Auch die Kanutour in der Mittagshitze wird erträglicher. Und wer clever ist, nutzt die Variabilität des Schirms und verwendet ihn einfach als kleines Segel. Petri Heil heißt es auch unter dem Fächer, wenn der Angler stundenlang auf seinen Fang wartet. Selbst an solchen aufblasbaren Sesseln für den Pool findet der Schirm Anwendung. Dafür gibt es spezielle Halterungsschlaufen, die auf den Kunststoffkörpern bereits vorhanden sind. Mit
dem Schirm kommt auch auf Balkonien Urlaubsstimmung auf. Und sollte der Nachbar doch einen Blick zu viel riskieren, kühlen Kopf bewahren. Trotz starrer Befestigung kann der Schirm so eingestellt werden, dass er als Sichtschutz dient. Auch in handelsüblichen Bodenbefestigungen wie Spieße oder Schrauben findet der Schirm seinen Halt. So viel Variabilität sucht ihresgleichen. Die Schirme gibt es natürlich in den verschiedensten Farben. Die Bezüge bestehen aus imprägnierten, wasserabweisenden Stoffen und sind damit nicht nur ein Sonnenschutz. Aber so viel Vielfalt hat sicher ihren Preis, nicht wahr? Der Universalschirm kostet 20 Euro und in 3 oder 4 Tagen Strandurlaub haben Sie den locker wieder drin. Dieser kleine Schirm ist also nicht nur ein Wunder an Vielfalt, sondern auch ein finanzieller Gewinner. Und die Gewinner vom vergangenen Mal, die erfahren Sie jetzt. Helmut Pilz tingelte mit seinen Schirmen durch Messen, Märkte und Ausstellungen im In- und Ausland. Immer kam er prima damit an. Nur einen Kritikpunkt gab es lange Zeit. Ja, die Leute bemängelten halt, dass sie den Schirm an Balkonen und an Tischen und an Stühlen festmachen wollten. Und da fehlte halt eine Halterung, mit der sie den Halbschirm in jede Richtung schwenken konnten. Einfache, starre Klemmen, sowas gibt's. Ebenso Bodenschrauben oder Spieße. Aber eine echte Allzweckhalterung, die fehlte. Übrigens nicht nur für Sonnenschirme. Die Bootsbesitzer hatten Probleme, ihre Angelrouten an der Reling festzumachen. Im Caravan-Bereich, die Camper hatten Probleme, ihre Satellitenschüsseln festzumachen. Beide hatten dasselbe Problem. Dort ein rundes Teil, da ein eckiges Teil und beide Teile zu verbinden, das war nicht einfach. Das Runde mit dem Eckigen verbinden, da musste sich Helmut Pilz was einfallen lassen, tat er auch. Wenn er jetzt durchs Land fährt, nimmt er nicht nur die Schirme mit, sondern auch seine Universal-Gelenkhalterung. Gelenkig sieht die ja wirklich aus. Was also lässt sich damit alles anstellen oder besser festhalten? Wir haben Helmut Pilz in einen Leipziger Baumarkt eingeladen. Hier gibt es genug, was sich miteinander verbinden und aneinander festmachen lässt. Beim kleinen Messestand, den Helmut Pilz hier aufbaut, fängt es schon an. Seine handlichen Klemmen verbinden hier Rundes mit Eckigem, aber auch Rundes mit Rundem. Und das geht so. Die Halterung hat 2 gummierte Klemmbacken. Damit lässt sie sich zum Beispiel an Balken oder Tischplatten festschrauben. Dann gibt es eine Schelle für den zu befestigenden Gegenstand. Wir nehmen hier mal ein Rohr. Löst man schließlich diese Schraube, lässt sich das Ganze in jede Richtung drehen, schwenken, neigen und jederzeit fixieren. Helmut Pilz machte sich mit Hilfe seiner Universalhalterungen gerade ein bisschen gemütlich. Da kommen auch schon die ersten Neugierigen. Und denen erklärt der Erfinder vom Bodensee gern, was sich mit seiner Idee alles einspannen, anklemmen und ausrichten lässt. Das reicht von der Satellitenschüssel bis zur Angelrute. Man kann nur starren. Manchem fällt sofort ein, wofür er die Halterung gebrauchen könnte. Ja, um Sonnenschirm am Balkon Geländer festzumachen. Die clevere Klemmvorrichtung hilft sogar bei komplizierten Transportaufgaben. Wie kriegt man etwa solche Rohre nach Hause? Ganz einfach. Als Zubehör gibt es extra große Schellen für die Universalhalterung. Und mit denen hält so ein Rohr auch auf dem Dachgepäckträger. Oder es wird auf einem Anhänger festgeklemmt. Für Menschen mit Fantasie sind das allerdings längst nicht alle Varianten. Da kommt ein Maler, der macht seine Staffelei damit fest. Dann kommt ein Schlagzeuger, der befestigt das Schlagzeug damit. Und dann kommt auch noch ein Reporter und der macht für Filmaufnahmen sein Stativ damit fest. Ein absoluter Alleskönner, diese Gelenkhalterung. Und natürlich löst sie auch das Problem, mit dem alles anfing. Seinen halben Sonnenschirm kann Erfinder Pilz damit praktisch überall anklemmen und vor allem je nach Wunsch beliebig schwenken.
Ein echter Erfinder, sagt Herr Pilz, der macht zwar halbe Schirme, aber keine halben Sachen. Der Holly ist ein flexibler Sonnenschutz mit universeller Verwendbarkeit. Durch sein geringes Gewicht kann er überall mitgenommen werden. Er lässt sich an Hockern, Sesseln und an der Bootsreling problemlos montieren. Der Holly wird in den Boden gesteckt oder mit der Klemmhalterung an jeder Liege befestigt. Als mobiler Sonnenschutz ist er an Tischen und Bänken schnell angebracht. Kinderwagen spendet er Schatten für die Jüngsten. Selbst bei Radwanderungen und Kajaktouren kommt der Holly zum Einsatz. Ein intelligenter Sonnenschutz mit Pfiff. Der Holly ist leicht und kann an den Strand, zum Picknick oder ins Freibad problemlos mitgenommen werden. In der praktischen Hülle sind der Schirm, ein Teleskopstab und eine Halterung verstaut. Klein, leicht und perfekt. Wie ist der Holly zu benutzen? Schirm auffächern, die Rändelmutter festziehen und Fächer bei Bedarf leicht nachspannen. Der Zapfen am Schirm ist frei beweglich und wird mit der Rändelmutter festgezogen. Das Teleskoprohr ist ausziehbar und kann stufenlos verstellt werden. Mit der großen Stellschraube wird das Rohr fixiert. Die Spitze des Holly ist aus Kunststoff und abnehmbar. Eine Klemmhalterung zur Befestigung wird mitgeliefert. Auf das Rohr wird die Halterung aufgesteckt und festgeschraubt. Der Holly lässt sich überall anbringen, wie hier an der Tischplatte. Der Sonnenschutz ist perfekt. Der Schirm lässt sich kippen und in jeden Winkel zur Sonne einstellen. Die Drehung ermöglicht es, den Schirm mit der wandernden Sonne auszurichten. An der Halterung kann die Höhe stufenlos verstellt werden und das Teleskoprohr ermöglicht eine zusätzliche Anpassung. Einzeln oder kombiniert eingesetzt, spendet der Holly kühlen Schatten und schützt vor der Sonne. Aufgeräumt und verstaut ist der Holly blitzschnell. Der verstellbare Schulterriemen ist ausgesprochen praktisch. Für den Holly gibt es nützliches Zubehör. Die drehbare Halterung ermöglicht es, den Schirm noch besser nach den Gegebenheiten der Sonne auszurichten. Im Fachhandel gibt es eine Vielzahl von Befestigungszubehör, das mit dem Holly verwendet werden kann. Die Anbringung am Balkon ist kinderleicht. Hier ein Erdspieß für Sand oder weichere Böden. Extra hohe Standsicherheit ist somit gewährleistet. Das Schraubrohr kommt bei festeren Böden zum Einsatz. So steht der Holly auch bei stärkerem Wind fest und sicher. Die Einzelteile des Holly wiegen nur 750 Gramm. Somit findet er auch im Urlaubsgepäck noch seinen Platz und geht mit auf Reisen.